dann kann er im Slalom einen ganz großen Sprung nach vorne machen. Schaut auf geht's, mal. Marcel. Zeig's uns, dass du's kannst. Auch den Super-G. Jetzt muss er kämpfen. Das sind nicht seine Bedingungen. Das ist nicht Beaver Creek. Das ist Eis, das dreht, das ist schnell. Linie bisher, da gibt es nicht auszusetzen. Passt. Im Moment ist er 17. im ersten Sektor. Jetzt Schlüsselstelle. Ui, 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 ui. Ha. Aber das kann nur ähnlich wie bei Duro auch. Yeah, er haut sich da rein, Aufkantwinkel extrem. Fährt auch heute wieder etwas zu rund, das sieht man schon. Aber die Zeit ist okay. Wirklich gut gefahren hier im oberen Teil. Massiv besser als auch vorgestern. 5 beste Zeit im zweiten Sektor. Schiebt sich damit von 17 auf die 6 nach vorne. Wird jetzt über den Boden eventuell etwas verlieren. Ja, da fährt er etwas hart. Auch da, wo ist er? Zwischenzeit. Nicht viel dazu verloren. Immer noch hervorragend unterwegs. Und jetzt, das müsste ihm entgegenkommen. Diese Passagen, das kann er fahren. Jetzt kriegt er die Ruhe wieder rein. Jetzt muss er die Unterschenkel nach vorne schieben. Und dann ist die Ansage da gegen Alexi Pantero. Sehr gut. Hau dich runter, das sieht gut aus. Schau dir das an, der ist sehr gut unterwegs. Wow, Dritter, drittbester Marcel Hirscher in diesem Super-G. Das, was ihm keiner zugetraut hätte. Jetzt zeigt er allen, was er drauf hat. Top, das gibt ein Top-Resultat für Marcel Hirscher hier in einer Speed-Disziplin. Und jetzt sage ich endgültig, ich ziehe den Hut vor Marcel Hirscher. Er schlägt Alexi Pantero. Und das uns. Ja, es gab Schladming, den dritten Platz. Ja, es gab den Super-G-Sieg in Beaver Creek. Aber das war der erste richtig männliche Super-G, den er auch noch so mit dominiert. Respekt, das war...